Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Ende des Spiels nur einen Angreifer sehen. Das muss es fast sein. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. Ganz energisch. Lukas Metscher. Es sieht immer besser aus für sie. Sie machen das Tor. Jetzt beträgt die Führung 2 Tore. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Sie legen nach, erhöhen auf 3 Tore Vorsprung und man hat schon so den Eindruck, sie sind heute nicht zu stoppen. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen, aber das ist einfach gut gemacht. Mecha, das muss es fast sein. Und das nächste Tor, das ist natürlich stark. Sie lassen nicht nach, erhöhen damit auf 4 Tore Vorsprung. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie bauen den Angriff gut auf. Ball wird abgeblockt. Die Torgefahr in Person. Da zeigt er es wieder. Nächster Treffer. Doppelpack. Jetzt wird er hier gefeiert. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Das Tor muss er machen. So, noch ein bisschen Ergebniskosmetik. Mehr aber auch nicht. Ja, schade. Das ist aber auch kein echtes Aufbäumen mehr. An der Niederlage ändert sich nichts. Mal ist der Pfosten dein Gegner, mal ist der Pfosten dein Freund. Hier hat er geholfen. Vom Pfosten springt der Ball hinter die Linie. Mecha, die Chance jetzt. Und da hat er den Dreierpack. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Wieder macht er das Tor. Das ist Nummer 3. Da sehen wir es nochmal. Wieder stark gemacht. Und die Frage ist, wie willst du den da stoppen? Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Also ein Dreierpack, das ist natürlich klasse. Unheimlich torgefährlich, torhungrig. Du merkst diesen Willen, findet immer wieder die Lücke, verschafft sich die entscheidenden Räume. Klasse Spiel heute, klasse Sieg.